Sind wir wieder, Piercingstudio Wermelskirchen. Hallo, wen haben wir hier sitzen, die Michelle? Du saßt auch schon öfter jetzt hier, ne? Aber schon ganz schön oft, ne? Ja, was hast du heute vor? Erzähl. Okay, wie lange hast du darüber nachgedacht? Sehr lange. Sehr lange, sehr gut. Das ist auch eine gute Überlegung, auf jeden Fall. Hast du dich schon eingedeckt zu Hause mit irgendwelchem Apfelmus oder noch nicht? Okay, das machst du am besten gleich. Aber vielleicht kannst du auch gleich ganz normal essen, wissen wir ja nicht. So. Genau, stehen das für so ein Start, wir haben desinfiziert eingezeichnet. Dann können wir loslegen. Auch startbereit. Ja, ne? Oh. Mach dir keine Gedanken. Zunge wie beim Einzeichnen easy locker raus. Wir fixieren jetzt erstmal. Sobald fixiert ist, dann hast du auch ganz schnell deinen Zungenfesseln. Genauso schön locker lassen, wie es jetzt ist. Und perfekt. Augen mach ruhig zu, wenn du nicht gucken möchtest. Und dann hast du auch ganz schnell dein Zungenpiercing. Und Zungenpiercing ist gestochen und fertig. Und da ist es. Ich lustig. Ist drin. Alles gut? Mhm. So, Mund auf. Sie ist glücklich, das sieht man schon an den Augen. Sie hat es geschafft. Ja. Schmuck ist drauf, der Schmuck ist drin und du hast dein Zungenpiercing. Wir machen noch die Kugel drauf, Zunge noch draußen lassen. Sabberattacke bleibt auch noch aus, das ist doch sehr schön. Und du hast auch echt super locker gelassen. So. Hast du der Mama die Hand kaputt gemacht oder geht? Nein, okay. Ich glaube, ich drücke mehr. Du hast mehr gedrückt? Nein, bist du süß, nicht, dass du mir hier gleich umkippst. Nein, okay. Auf, dann ziehen wir es noch stramm, bring es in die richtige Position und du darfst einteilen. Wie fühlt es sich jetzt an? Ja. Ja, okay. Kannst du was sagen? Ja. Okay. Ist sehr lang, ne, am Anfang? Ja. Aber geht, ne? Ja. Okay, dann mach mal Mund auf, Zunge raus. Und da ist das Zungenpiercing. Also jetzt noch in der besagten Überlänge, ne? Sehr cool. Ja, und fertig. So schnell geht's. So, jetzt hast du erstmal Ruhe hier an die Mama, ne? Überhaupt alle haben jetzt Ruhe, weil jetzt sollst du ja erstmal gar nicht so viel reden, ne? Alles klar, schön, dass du da warst. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.